Hallo ihr Lieben, hier ist der Matthias. Ich war gestern mal Schlehen sammeln. Das sind diese blauen Beeren, die du hier im Foto siehst. Die sind größer wie Heidelbeeren und haben in der Mitte einen großen Kern. Die wachsen so im offenen Gelände, also nicht weit von hier, wo dann so ein bisschen Wiesen kommen. Du findest sie häufig so als Wiesenumrandung oder zwischen landwirtschaftlichen Feldern oder am Feldweg. Irgendwo kann man die antreffen. Jedenfalls mögen sie viel Licht, deswegen im offenen Gelände. Und du kannst die Beeren, die sind sehr gesund, sind natürlich auch sehr sauer. Die kannst du vielseitig verwenden. Du kannst sie so naschen. Allerdings solltest du eine Frostperiode abwarten. Oder alternativ kannst du natürlich ins Tiefkühlfach tun und simulierst die Kälteperiode der Natur. Die sind dann nicht mehr ganz so extrem sauer, gewinnen mit einer Frostperiode an Süße. Ja. Die enthalten viel Vitamin C, also sind da sehr gesund. Und du kannst sie auch vielseitig verwenden. Du kannst sie so naschen, du kannst dir eine Marmelade draus machen, Likör. Was ich mal versuchen werde, ist, sie in Salzlake einzulegen. Das werde ich jetzt mal im Folgenden euch zeigen, wie man das macht. Ja, jetzt möchte ich euch mal die Schlehen zeigen, die ich da gesammelt habe. Also ich habe schon ein paar gegessen, also das ist schon eine ganze Menge gewesen. Die sind, wie gesagt, hier siehst du vielleicht, ja, doch größer wie Heidelbeeren. Und ich zeig dir mal, die haben auch so einen Kern. Na, kannst du hier im Größenvergleich, also ein kleinerer Kirschkern ist es im Prinzip. Den sollte man nicht mitessen, der enthält Blausäure. Spuckt man halt aus. Was ich mal machen werde, ist, das habe ich jetzt hier in diesem Buch gelesen. Schau mal, das Buch hier übrigens, das kann ich empfehlen. Essbare Wildpflanzen, ja, nutze ich immer mal wieder als Nachschlagewerk. Enthält sogar die Schlehe, hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber 200 Arten bestimmen und verwenden. Also hier sind viel drinne von der Brennnessel, ja, über einen Spitzwegerich, sogar teilweise Bäume sind drin, die Waldkiefer sehe ich hier, Heidewacholder, also sehr viele Pflanzen und eben auch die Schlehe. Und was mir bei dem Buch sehr gut gefällt, ist, also für die Schlehe ist hier zum Beispiel eine knappe Seite. Ja, das wäre jetzt hier. Und was mir eine knappe Seite über die Schlehe und was mir eben sehr gut gefällt, ist die Gliederung, wie sie es für jede Pflanze gegliedert haben. Verwendung in der Küche, Blüten, Früchte, Blätter, so geordnet. Geschmack, Inhaltsstoffe, ein kleiner Abschnitt. Und Heilwirkungen. So. Ja, und aus diesem Buch hatte ich dann die Idee bekommen, hier mal 200 Gramm von diesen Schlehen habe ich in dieses Glas mal getan. Die werde ich jetzt mit einer Salzlake hier aufgießen bis oben hin und dann 14 Tage stehen lassen und dann soll man die wie wie Oliven essen können. Ich kann jetzt geschmacklich natürlich noch nicht sagen, wie das werden wird. Da werde ich dann in Zukunft dazu berichten. Ist jedenfalls eine ganz feine Sache.
Ne? In dem Buch stand leicht abgewandelt, das wäre ich, weil ich ja hier die Lindenschlehen übrig habe, werde ich das auch machen. Man hat die früher in Salz eingelegt, auch so ungefähr eine Woche, 14 Tage lang, und sie dann dem Öl zugegeben, um ein Gewürzöl herzustellen. Und das wäre halt, diese zwei Versuche werde ich machen, und den anderen Rest, den werde ich halt so zum Naschen nutzen. Was du hier auch, hatte ich auch überlegt, ob ich das mache, aber das, ich kann ja nie alles machen. Einen wunderbaren Saft kannst du dir auch herstellen. Ne? Also neben Marmelade oder sowas, da brauchst du natürlich Zucker dazu für so einen Saft. Das würde mich auch nochmal interessieren. Ja, das soll es mal für heute gewesen sein. Bis bald, euer Matthias. Ich werde davon zu gegebener Zeit dann wieder berichten, ob sich das gelohnt hat und was dabei rausgekommen ist. Ne? In diesem Sinne, macht's gut. Ja, und noch ein kurzer, wichtiger Nachtrag zu diesem Einlegen hier. Wie du siehst, habe ich hier dünne Folie dazwischen gemacht. Das hat folgenden Hintergrund. Das ist ja hier Salzlage drin und die greift den Deckel an, zumindest mit der Zeit, wenn ich das länger stehen lassen würde. Und dadurch, dass ich das Glas ja höchstwahrscheinlich wiederverwenden will, habe ich ja einfach so eine dünne Klarsichtfolie dazwischen gemacht. Das sollte jetzt funktionieren. Was ich auch noch sagen wollte, ist, als Salz natürlich kein Jodsalz verwenden. Also ich würde generell sowieso kein Jodsalz verwenden, aber bei diesen hier hat es noch den Hintergrund, auch wenn du Rotkohl oder Sauerkraut machst, kein Jodsalz, weil Jod antibakteriell wirkt und das behindert dann diesen Fermentationsprozess. Ne? Also es macht es wieder steril, was eigentlich, wir wollen das ja nicht steril haben. Das wollte ich noch hinzufügen, ganz wichtig. Ne?